Jetzt geht's in den Harz, zum Harzer Hexensteg. Ich bin etwas unvorbereitet jetzt in diese Szene gerutscht. Mit dabei, ist die Isa und der Heiko. Auf los geht's los. Und Action. So, eine Adresse brauchen wir noch, ne? Freunde, seid gegrüßt. Mein Name heißt Jens. Ihr seid auf dem Kanal der Jens unterwegs und heute beginnt mein oder unser Thru-Hike auf dem Harzer Hexensteg. Mit dabei die Isa und der Heiko. Und wir werden diese 100 Kilometer in 7 Tagen abwandern mit einem Arrangement, wo wir dann abends in einem Hotel landen und dann für den nächsten Tag wieder ein Lunchpaket mitbekommen. Und ich hoffe, ihr geht die nächsten 100 Kilometer mit uns mit. Das Wetter ist hier. Ich wünsche dir, wird schön. Gute Reise. Bon voyage. Ja, Freunde, unser Harzer Hexensteg-Abenteuer beginnt in Osterode am Harz. Wir haben hier am Samstag schon Quartier bezogen im Hotel zum Röderberg und beginnen jetzt unsere Reise am Parkplatz gleiche Stelle. Ich hätte euch gerne noch das Eingangsportal, also quasi den Trailhead, gefilmt, aber da waren so ein paar Jungs so buschkraftmäßig unterwegs, die wohl mit schwerem ASMC-Equipment den Grenzweg gegangen sind. Falls die das Video sehen, herzliche Grüße. Und ja, jetzt haben wir den ersten Kilometer hinter uns auf dem Weg Richtung Polsterberg und da wird dann das neue Quartier bezogen und das sind heute 16 Kilometer. Ja, wir sind jetzt gleich am Ende unserer sozusagen ersten Etappe. Das kann man jetzt so nicht werten. Das ist jetzt keine offizielle Harzer Hexensteg-Etappe gewesen. Von Osterode bis Polsterberg. Wir haben jetzt am Endensumpf das Hotel angerufen. Landgasthaus Meier, die uns jetzt gleich einen Fahrer schicken, der uns am Parkplatz abholt. Und jetzt werden wir noch unsere letzte Wanderstempel für heute holen, die 128. Dann haben wir schon 3 Stempel für heute. Freunde, seid gegrüßt zum zweiten Teil meiner Harzer Hexensteig-Tour. Heute von Polsterberg nach Torfhaus. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen oder wahrscheinlich in der Auflösung nicht den Brocken, unser großes Ziel für übermorgen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Minuten. Ja, wie auch im Sauerland hat auch jeder im Harz der Borkenkäfer ganz kräftig zugeschlagen. Das ist also wirklich ein trauriges Bild, was aber auch die Chance birgt auf einen neuen Wald, einen veränderten Wald, der vielleicht auch, das hat man uns gerade auch noch eben bei Einheimischen gesagt, vielleicht auch das Image des Harzes ein bisschen verändert, ein bisschen bunter macht, weil mehr Laubbäume danach kommen. Hier seht ihr noch so eine Kolonie, die noch gefällt werden muss. Und man hat uns auf der Fahrt hierhin mal eine Frage beantwortet, die ich wirklich die ganze Zeit schon auf den Lippen hatte und keiner konnte sie mir beantworten. Und zwar seht ihr immer vereinzelt mal so krüppelige Stümpfe, die da noch aus diesem Kahlen dann rausragen. Und das hat die Bewandtnis, dass man das dann halt stehen lässt für etwaige Greifvögel, damit die das als erhöhten Spähpunkt, Aussichtspunkt oder Nest möglicherweise dann nutzen können.
Freunde, Freunde der gepflegten Blasmusik, wir sind jetzt hier gleich am Ende unserer zweiten Etappe für uns, zweite Etappe in Torfhaus und mussten jetzt gerade zum Schluss nochmal richtig Gas geben. Diese Etappe war eigentlich relativ eben und man konnte sie gut abwandern, aber dann jetzt zum Schluss kamen dann wirklich auch die Sachen, die nichts für schwache Nerven waren, so steile Trails runter, wo man wirklich dann auch die Trekkingstöcke rausholen musste und mit zittrigen Knien vielleicht irgendwie in einer Stunde 500 Meter macht. Und ja, dann nochmal hoch, auch nochmal so ein bisschen Kräfte rauben und jetzt sind wir gleich... Und hoch nicht vergessen. Ja, hoch, habe ich genau gesagt und dann... Ja, und noch hoch, nicht vergessen. Und hoch müssen wir gleich auch nochmal. Ja, und ich verabschiede mich jetzt schon mal von dieser Passage und dann sehen wir uns gleich in der dritten Etappe vom Harzer Hexenstieg. Ja, andere schneiden das raus, ich lasse drin, ist mir auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein bisschen Bluna, also, na, wie sagt ein Narumol immer, ich bin fick und fertig. Bis später. Freunde, ich grüße euch zum dritten Teil meiner Harzer Hexenstiegreise. Heute die Etappe Torfhaus bis über den Brocken nach Schierke. Wir haben also jetzt 8,5 Kilometer auf dem Brocken hoch und damit auch 8,5 Kilometer wieder runter. Wir werden nicht die Umgehung laufen. Vielleicht die Bahn nutzen, wir wissen es noch nicht. Das Wetter ist einigermaßen stabil. Heute Morgen musste ich mich erstmal in der Apotheke noch versorgen mit so ein paar Kleinigkeiten. Kalt ist es auch geworden. Erstmal zum Anfang, bevor man warm wird, Handschuhe an. Diese Richtung. Auf ins Abenteuer. Was kann der denn? Warm machen, ja, hoffentlich. Prost. Ja. Jetzt ist wieder viel zu schnell hier. Mann. Ich dachte, ihr seid schon alle. Nee, so schnell sind wir nicht. Sie will das auch alles durch. Ja, Freunde, unser Brockenaufenthalt bzw. diese Etappe war relativ kurz. Warum ist das so? Weil wir heute mit der HSB abgekürzt haben, mit der Harzer Schmalspurbahn. Die wollten wir dann auch unbedingt fahren. Wir haben uns bewusst auch heute so einen kleinen Day-Off reingetan. Das heißt, wir haben jetzt gut und gerne dann doch 10 Kilometer, 10, 11 Kilometer gelaufen, also 8,5 hoch. Und dann nochmal vom Bahnhof Schierke dann zum Hotel bzw. Pension Schmidt, wo wir heute sind. Jetzt gucke ich mir die Hackfresse hier vom Glückler an. Kann mich jetzt schon fertig machen. Und ja, ich muss nochmal was zu diesem Arrangement sagen, was wir gemacht haben. Also wir haben bei Wandern im Harz, die Adresse verlinke ich euch, unten in der Infobox ein Arrangement gebucht, dass wir von Hotel zu Hotel wandern und auch jedes Mal so einen kleinen Transfer mit drin haben, also entweder durch das Hotel selber oder durch die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel mit der HTX, mit dem HTX nennt sich das, das ist so ein Ticket für Kurgäste und das Gepäck wird dann auch immer hin und her gefahren, so dass uns das ganze sorgenfreie Paket nebenan zur Verfügung steht sozusagen. So, jetzt mache ich mich erstmal frisch und dann gehen wir noch ein bisschen was einkaufen und essen.
Freunde, ich begrüße euch zur nächsten Etappe meines Harzer Hexenstiegs. Wir haben heute Mittwoch, am Sonntag sind wir das Baby laufen gestartet. Und heute geht es von Schierke, Wernigerode Schierke, ins Bodetal. Wir folgen hier mit der Nordroute, weil wir haben hier die Nordroute, die Südroute, die Brockenumgehung. Hier teilt sich der Trail also mehrmals auf, das kann man dann separat buchen. Und wir laufen, wie gesagt, heute die Nordroute. Jetzt müssen wir erstmal von dem beschaulichen Ort Schierke, wo wir in der Pension Schmidt gepennt haben, erstmal wieder den Aufstieg Richtung Bahnhof wagen. Danach sind unsere Bänder auch warm. Das Wetter ist heute auch noch wohlgesonnen. Und ja, gestern in dem Örtchen Schierke haben wir dann den berühmt-berüchtigten Schierker Feuerstein kennengelernt, der hier in so einer Art Apotheke erfunden und gebraut wurde oder wird. Und das ist hier so eine Art Nationalheiligtum. Und davon habe ich mir natürlich auch eine Flasche gegönnt. Die ist im Rucksack. So, Freunde, diese Richtung heute mal knackig 22 Kilometer. Hier beim Rastplatz zum Tummelplatz im Ort, blende ich euch ein, weiß nicht wie der Ort heißt, teilt sich dann der Hexenstieg in Nord- und Südvariante. Die Brockenumgehung, die hatten wir dann gerade da, wo wir unsere letzte Rast gemacht haben. Und jetzt haben wir dann noch 9 Kilometer bis zu unserem Hotel, Inshallah, so Gott will. Wir sind jetzt noch 4 Kilometer von Rübeland entfernt, von unserem Pension, Gasthaus Bodetal. Und seitdem wir den Brocken verlassen haben, wie ich es erwartet habe, ist die Attraktion und die Spannung hier gleich null. Also wir laufen hier wirklich stumpf nur noch irgendwelche Schotterpisten ab. Der Anteil von irgendwelchen naturbelassenen Wegen, der muss sich hier im Promillebereich bewegen. Gerade eben jetzt ist die Stimmung nicht so sehr gut. Also es zieht sich hier wie ein Kaugummi und irgendwelche Highlights. Und ja, gerade dieser Teil hier, da scheint sich niemand was aus dem Harzer Hexensteig zu machen. Schade eigentlich. Ja, und hierfür gibt es dann auch einen Vorwegweiser als Aussichtspunkt und dann könnt ihr euch dann diese tollen Gebäude da hinten anschauen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die gewissen auch aus Erich Mielkes Zeiten noch herstammen. Naja, gut, Augen zu und durch. Ja, Mensch, Freunde, ihr seid noch dabei, ich nehme mich auch. Heute beginnt unsere nächste Etappe. Wir haben Donnerstag, wir laufen heute von Rübeland nach Dreseburg. Zu dem, was ich noch gesagt habe, zu der Etappe von Schierke nach Rübeland, die war mir ja nicht so gelegen. Zog sich gestern, war viel Waldautobahn, muss ich noch sagen, dass es sich hier A um die Nordroute und B um die Bodetalumgehung handelt. Das heißt, es ist nicht der Haupttrail, sondern hier wirklich und tathaftig eine Umleitung.
Ja, wir sind dann gestern spät noch im Hotel angekommen oder im Gasthaus oder wie auch immer. Darüber decke ich jetzt mal lieber das Mäntelchen des Schweigens. Ja, aber gut, wir haben jetzt auf dieser Tour 6 verschiedene Unterkünfte oder 7 und da greift man dann auch schon mal ins Klo. Gewisse Klischees, die man so im Kopf hat, die erfüllen sich hier auch ganz gut. Ja, Stichwort Thorsteiner Klamotten und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, aber das soll nicht Thema dieser Reise sein. Heute geht es auf dem Harzer Hexenstieg Richtung Dreseburg. Follow me, please. Muss natürlich jetzt schwanken wie so ein Kutter, weißt du? Wackel doch gar nicht. Wackel. Ja, so ist das, Freunde. Wir sind jetzt hier kurz vor Altenbrak oder schon in Altenbrak. Da hinten ist eine Fischzucht und hier treffen halt die Südumgehung da und die Nordroute da wieder aufeinander. Und wir sind jetzt froh, dass wir endlich mal die Schotterpiste los sind und haben dafür natürlich jetzt hier die Asphaltpiste wieder gewonnen. Also wie du es machst, machst du es verkehrt. Ja. Stumpf ist Trumpf, mehr kann man dazu nicht sagen. Hallo zum nächsten Teil und zum letzten Teil meines Harzer Hexenstieg Abenteuers. Wir waren gestern untergebracht im Hotel Bodeblick. Ein unglaublich markantes Gebäude. Ich blende euch das mal ein. Sehr tolles Hotel. Und wir starten heute von Dreseburg nach Thale. Die dann letzten 10 Kilometer des Harzer Hexenstiegs, die jetzt erstmal wieder mal mit einer Umleitung anfangen über den sogenannten Ringweg Weißer Hirsch, weil Bodetal so viele Felsabstürze hat. Und somit sind wir jetzt tatsächlich schon wieder nicht auf dem Harzer Hexenstieg. Und wenn wir nicht auf dem Harzer Hexenstieg sind, haben wir Single Trails. Ansonsten, wie gehabt, nur Schotter. Jetzt geht es erstmal stramm rauf Richtung Hexentanzplatz, da bin ich auch warm. Und dann läuft das hier. Also die Gangfahrten gewesen, der Gepäck. Mein Harzer Hexenstieg-Abenteuer nach 6 Tagen endet hier relativ unspektakulär im Hotelzimmer in Quedlinburg. Wir sind heute tatwahrhaftig nicht mehr auf dem Harzer Hexenstieg unterwegs gewesen, sondern haben eine Winterausweichroute genommen. Die war jetzt bedingt diesen vielen Felsabgängen im Bodetal. Wir sind also nach wie vor im Bodetal unterwegs gewesen. Das Ganze hat auch heute für uns geendet auf dem Hexentanzplatz. Das war für mich jetzt heute sozusagen der Trailhead. Den Hexentanzplatz haben wir dann mit der Seilbahn verlassen,
sind dann durch Tale gewandert und jetzt mit Bus nach Quedlinburg verlegt. Ich habe das Ganze gebucht bei www.wandern-im-harz.de, insofern eine kleine Werbeveranstaltung heute. Das war alles in alles logistisch eine runde Sache und hat mir hier viel nebenher abgenommen. Also wir hatten immer ein warmes Zimmer, warmes Wasser, großzügiges Frühstück, Lunchpaket. Ja, und von daher kann ich mich da nicht besser beschweren. Ja, ich freue mich, dass Heiko und Lisa mitgekommen sind. Ich freue mich, dass ich mit dabei war. Ich freue mich natürlich, dass ihr auch mit dabei wart. Und kann mir nur hoffen und wünschen, dass ihr mich abonniert, dass ihr mir einen Daumen nach oben schenkt, dass ihr kommentiert. So bleibt der Kanal lebendig und so. Ja, das ist Brot und Butter für jeden Künstler sozusagen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und Zuschauen. Bis demnächst auf diesem Kanal. Macht's gut, euer Jens. So, und echt, ihr könnt euch schon mal anbewegen. Wieso? Ja, die Kamera läuft. Zeit ist Geld, Produktionskosten. Da war ich dabei. Die läuft doch zurück. Ich muss ja vermitteln, dass wir einen gemeinsamen Turn machen. Ach so, so einen machst du. Mm-hmm.